Angenommen, da ich für meinen Direktgranulat-Extruder auf der Suche nach einem aktuellen Gerät für weitere Tests bin. Doch davon gibt's erst in späteren Videos mehr zu sehen, zunächst nehme ich den Sidewinder X2 in Originalkonfiguration unter die Lupe. Dieser 3D-Drucker verfügt über einen Arbeitsbereich von 30x30x40 cm und ist somit auch für große Werkstücke geeignet. Die Firmware basiert auf Marlin und der Hersteller kommt seiner Verpflichtung, den geänderten Quellcode zu publizieren, nach. Ein Link zu der entsprechenden GitHub-Seite befindet sich direkt im Downloadbereich von Atelier 3D. Sehr gut so, denn das machen leider nicht alle Hersteller. Wer wie ich seinen 3D-Drucker gerne mal unkonventionell auf- oder umrüstet, kann das volle Potenzial der Mechanik und Elektronik des Sidewinder X2 ausnutzen. Closed-Source-Geräte kommen mir nicht mehr in den Bastelkeller. Geliefert wird der Drucker fast vollständig montiert. Lediglich Sockel und Rahmen müssen miteinander verschraubt. Der Halter für die Filamentspulen muss angeschraubt werden. Und 4 Steckkontakte müssen verbunden werden, um das Gerät fertigzustellen. Die Elektronik befindet sich im Sockel des Druckers. Auch im Innern ist alles sauber verlegt und die Steckverbindungen sind mit Heißkleber gesichert. Das Netzteil besitzt eine Ausgangsspannung von 24 Volt bei maximal 8,5 Ampere, was etwa 200 Watt entspricht. Die 4 Schrittmotortreiber sind auf der Hauptplatine aufgesteckt, gut so, denn somit kann ein Treiber im Falle eines Defekts leicht ausgetauscht werden. Die Marlin-Firmware läuft auf einem ARM-Prozessor vom Typ STM32. Ein zweiter STM32-Prozessor befindet sich auf der Platine für den Touchscreen. Auf dieser Platine sind auch die Anschlüsse für den USB-Stick und den MicroSD-Kartenleser, über welche die Druckdaten eingelesen werden können. Die Z-Achse wird längs zweier 20x40 mm Aluprofile geführt und von 2 Schrittmotoren angetrieben. Die beiden Spindeln sind am oberen Ende über einen Zahnriemen miteinander verbunden. Mit diesem wird verhindert, dass sich bei ausgeschalteten Schrittmotoren die beiden Spindeln unterschiedlich bewegen. Somit muss die Höhe der X-Achse über dem Druckbett nicht nachjustiert werden. Die X-Achse bewegt sich längs eines 50x20 mm starken Aluprofils, ebenfalls geführt von kugelgelagerten Kunststoffrollen. Die verwendeten Flachbandkabel hin zum Extruder sind sauber verlegt, nirgends findet sich Kabelsalat an dem Gerät. Das Flachbandkabel führt zu einer Platine am Extruder, die als Verteiler zu den einzelnen Verbrauchern dient. Der Direktextruder kann im Falle eines Fehlers mit einem Sechskantschlüssel recht gut demontiert werden. Der verbaute Schrittmotor besitzt eine Getriebeuntersetzung von 3:1, womit das Filament kraftvoll Richtung Düse gepresst wird. Was wie Kunststoffzahnräder aussieht, ist aber solides Metall. Ein Vorteil des offenen Getriebes ist, dass man über das große Zahnrad das Filament auch gut per Hand bewegen kann. Das Gewinde der 0,4 mm Düse ist 16 mm lang, was im Vergleich zu einer normalen Düse einen höheren Materialdurchsatz ermöglicht. Das Druckbett bewegt sich längs der Y-Achse und wird dabei von 6 Kunststoffrollen längs eines 60x20 mm Aluprofils geführt. Das Spiel aller Führungen kann über Exzenter justiert werden. Ist die Mechanik mit Sorgfalt eingestellt, laufen alle Achsen sehr spielfrei und geschmeidig. Die Maximalgeschwindigkeit der Z-Achse ist alles andere als langsam. Der Halter für die Filamentspulen befindet sich oben am Rahmen, es passen nur normalbreite 1 kg Spulen in die Konstruktion. Der Filamentsensor ist am Spulenhalter angebracht. Über den gut ansprechenden Touchscreen kann die Maximaltemperatur des Druckbetts auf 130 Grad Celsius gesetzt werden. Dabei werden 40 Grad Celsius nach einer Minute, 60 Grad Celsius nach 2 Minuten
90 Grad Celsius nach 3 Minuten und 100 Grad Celsius nach nur 4 Minuten erreicht. Nach 5 Minuten sind mehr als 120 Grad Celsius erreicht, die vom Hersteller angegebenen 110 Grad Celsius sind also locker drinnen. Die Umgebungstemperatur in meinem Videostudio zum Zeitpunkt der Messung lag bei etwa 18 Grad Celsius. Die hohe Leistung der Druckbettheizung wird dadurch erreicht, dass diese mit der Netzspannung von 220 Volt betrieben wird. Als Schutz vor der hohen Spannung ist die beschichtete Glasplatte nicht abnehmbar, sondern mit der Aluplatte der Druckbettheizung verklebt. Die Zuführung der Netzspannung erfolgt über eine flexible, mit Gummi isolierte Leitung auf der Rückseite des Gerätes, ich sehe hier nichts zu beanstanden. Auch die Unterseite des Druckbetts ist gut isoliert, sowohl thermisch als auch elektrisch. An dem Extruder befindet sich der Sensor zum automatischen Leveln des Druckbetts. Mit der Auto-Level-Funktion wird das Druckbett an 25 Punkten vermessen. Vor der ersten Inbetriebnahme sollte das Druckbett nach der klassischen Methode an den vier Eckpunkten mit einem Blatt Papier justiert werden. Ebenso sollte der Z-Offset des Sensors mit der Papiermethode ermittelt und anschließend gespeichert werden. Die Auto-Level-Funktion liefert gute Ergebnisse, so dass manuelles Leveln nur sehr selten nötig sein sollte. Mit den vier großen Handrädern kann die Höhe des Druckbetts jedoch jederzeit bequem feinjustiert werden. Gut so! Starten wir also einen ersten Testdruck. Der Sidewinder X2 arbeitet sehr leise. Beim Druck der Wände ist die Bewegung der Achsen so gut wie gar nicht zu hören. Auch alle Lüfter arbeiten angenehm leise. Beim Druck der Füllung im Wabenmuster mit einer Geschwindigkeit von 40 mm pro Sekunde wird der Drucker etwas lauter. Das liegt an den sehr schnellen Richtungswechsel längs der X- und Y-Achse. Aber auch hier ist die Geräuschentwicklung absolut erträglich. Da ich mittlerweile eine Methode gefunden habe, alte Drucke wiederzuverwerten, ist meine Abneigung gegenüber dem Druck von Benchies kleiner geworden. Die Schichtstärke ist für den Druck auf 0,2 mm gesetzt. Das Material ist PLA. Sowohl der Retract von 4 mm am Extruder als auch die Bewegung der Achsen ohne Extrusion erfolgen mit sehr hoher Geschwindigkeit. Beides sorgt dafür, dass Stringing nicht zu erkennen ist. Der Druck ist nach etwa 2,5 Stunden abgearbeitet, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Bilder in hoher Auflösung dieses Benches findet ihr auf meinen Seiten, daher erspare ich mir an dieser Stelle jeden weiteren Kommentar. Macht euch einfach ein eigenes Bild bezüglich der erzielbaren Druckqualität. Direktextruder sind für flexible Materialien gut geeignet. Der Sidewinder X2 ist da keine Ausnahme. Hier drucke ich zwei Tischringe aus flexiblem Filament. Beim Wechsel vom einen zum nächsten Ring ist zu sehen, dass der Retract mit dem weichen Material gut gelingt, das Filament verheddert sich dabei nicht im Extruder. Völlig vermeiden kann der Extruder das Stringing beim Druck mit TPU allerdings nicht. Auch mit dem gummiartigen Filament erhält man gute Druckergebnisse. Die beiden Ringe mit einem Durchmesser von je 45 mm und einer Höhe von 4,5 mm sind nach etwa einer Stunde fertig. Mit dem Getriebe am Extrudermotor und der langen Messingdüse verspricht der Sidewinder X2, hohen Materialdurchsatz liefern zu können.
In der Praxis relevant ist das bei hohen Druckgeschwindigkeiten mit gleichzeitig großer Extrusionsweite und mehr als nur 0,2 mm Schichtstärke. Für ein kommendes Projekt benötige ich ein paar Zahnräder. Da diese an den Außenwänden nur 90 Grad Wände besitzen, ist die Schichtstärke für die Druckqualität von eher untergeordneter Bedeutung. Um den Druck möglichst schnell abzuarbeiten, verwende ich eine Schichtstärke von 0,4 mm. Die gezahnten Außenwände werden mit 30 mm pro Sekunde gedruckt. Die Füllung mit 60 mm pro Sekunde. Die Extrusionsweite ist durchgängig auf 0,7 mm gesetzt. Mit diesen Parametern wird recht viel Plastik durch die Düse gepresst. Im Vergleich zu meinen Standardeinstellungen von 0,2 mm Schichtstärke und 0,5 mm Extrusionsweite bei einer Maximalgeschwindigkeit von 40 mm pro Sekunde wird beim Druck der Füllung mehr als die vierfache Menge Plastik im gleichen Zeitraum extrudiert. Entsprechend schneller ist der Auftrag abgearbeitet. Hier sind lediglich 45 Minuten bis zur Fertigstellung vergangen. Letzter Druck ist eine Halterung für eine meiner Fräsen. Hier habe ich die Schichtstärke wieder auf mein Standardmaß von 0,2 mm gesetzt. Die Druckgeschwindigkeiten und die Extrusionsweite habe ich aber wie im vorherigen Druck belassen. Die Schwierigkeit besteht bei diesem Test im verwendeten Material. Es handelt sich um eine Rolle PLA, die ich extrem günstig gekauft habe. Extrem günstig war dann, wie nicht anders zu erwarten, gleichbedeutend mit extrem schlecht. Der Durchmesser des PLA-Filaments schwankt sehr stark. Besonders in Passagen mit etwas zu großem Durchmesser führt das dazu, dass der Extruder das Filament nicht mehr durch das Hotend pressen kann. Keiner meiner bisherigen Drucker hat dieses Filament verarbeiten können. Der getriebeuntersetzte Direktextruder des Sidewinder lässt mich hoffen, dass es klappen könnte. Und so ist es auch, der Druckauftrag gelingt ohne dass das Filament den Extruder verstopft. Der Attlery Sidewinder X2 ist ein 3D-Drucker ganz nach meinem Geschmack. Die Mechanik ist robust, sämtliche Kabel sind sauber verlegt und das Gerät hat während der Tests ohne Probleme funktioniert und das sehr schnell und leise. Auf Firlefanz wird verzichtet, der Drucker hat all das, was zum Drucken benötigt wird und in wirklich überzeugender Qualität und sonst nichts. Gut so! Fotos in hoher Auflösung der in diesem Video angefertigten Drucke und viele Detailfotos vom Sidewinder X2 gibt's wie immer.